Hallo, Mörder! Herr Mader, schönen guten Tag. Wie bitte? Versicherungsgruppe, Herr Mader. Ja. Sie haben sich online für eine Zahnzusatzversicherung interessiert, Herr Mader. Ja, Mader ist hier, ja. Genau. Ja. Sie haben sich für eine Zahnzusatzversicherung interessiert. Ja. Besteht da noch Interesse, Herr Mader? Ja, sicherlich. Das ist ja das immer freut sehr, mich. Das ist ja sehr wichtig im Prinzip. Ja, das ja. stimmt. Um Ihren Eigenanteil natürlich ein bisschen gering zu halten, würde ich mal sagen. Richtig? Um was bitte? Ihren Eigenanteil gering zu halten, wenn Sie Zahnersatz benötigen, ist eine Zahnzusatzversicherung sehr wichtig. Ja, wann ist das denn fertig? Weil ich warte jetzt ja im Prinzip schon 14 Tage. Auf was warten Sie seit 14 Tagen, Herr Mader? Wie bitte? Auf was Sie warten seit 14 Tagen? Auf ja, was? Ja, wegen meiner Brücke. Herr Mader, Sie sind mit einer Versicherung gebunden, also verbunden. Ja. Ich arbeite für eine Versicherung, die Zähne, also Zahnversicherung abschließt. Also sind Sie nicht... Haben Sie an sowas Interesse? Ja, also rufen Sie nicht von Anna-Labor an, von Dental-Labor? Nein, leider nicht, Können Sie da mal nachfragen, wie lange das noch dauert, weil es ja schwierig. Leider nicht. Ja. Ja, da kann ich aber nichts tun. Ach so. Ich kann Ihnen lediglich eine Zahnzusatzversicherung anbieten. Ist das eine andere Abteilung, wo Sie da keinen Zugriff haben? Herr Mader, Sie ja. sind mit einer Versicherung gebunden, verbunden. Also ja. ich arbeite für eine Zahnzusatzversicherung. Ja. Nicht für einen Zahntechniker oder Labor. Ja, das habe ich ja verstanden. Okay, deswegen kann ich auch nicht nachfragen. Ach so, ja, das habe ich verstanden. Tut mir sehr leid, ich wollte ja da im Prinzip ja nicht Ihre Zeit stehlen. Um Gottes Willen, so habe ich das nicht gemeint. Ja, sehr Nein. Ich wollte es Ihnen nur erklären, damit Sie das verstehen, dass ich mit sowas nichts zu tun habe. Ja, das ist ja immer sehr wichtig, dass man da klare Grenzen zieht, nicht wahr? Ja. Ja. Herr Mader, ja. besteht denn von Ihrer Seite an einem Zahnzusatzversicherung Interesse? Sollen wir da was für Sie tun? Ja, es kommt ja im Prinzip, wie sagt man so schön, ganz darauf an, was die Gegenseite da ja im Prinzip anzubieten hat. Sie haben die Frage ja sehr offen formuliert, im Prinzip. Mhm. Mhm. Ja. Also, wir haben von der Münchner Verein Versicherungsgruppe einen Zahntarif, der kostet monatlich 12,50 Euro. Wie bitte? Ja. Es kostet monatlich 12,50 Euro. 2 Euro da nur? Da wird 12,50 Euro. 12 oder 2? 12. Eine 12 ja. und 50. Ja, was denn jetzt? 12 oder 50? 12,50 Euro, Herr Mader. Ach 12 so. Euro 50. Entschuldigung, ich bin nicht mehr der Jüngste. Kann ich mir so gut hören? Ja, ist kein Thema. Ich finde ja. das nur süß, deswegen lächle ich ein bisschen. Also ich finde es ganz okay. Ja. Da können Sie Ihre gesetzliche Krankenversicherung nochmal privat versichern für einen Zahnersatz. Das heißt? Ja, ich soll die Krankenkasse privat versichern. Nein. Das haben Sie doch gerade gesagt. Ja, aber ich meinte damit Ihre Kassenzuleistung, also für einen Zahnersatz. Ja. Können Sie nochmal absichern, indem Sie die gleiche Summe, was Ihnen die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt, bezahlt die Münchner Verein für einen Zahnersatz, wie zum Beispiel Brücke oder Kronen oder Prothesen. Ja, also nochmal dann. Ja. Also wenn ich jetzt von der AOK, wenn die das 50 Euro dazu bezahlen, dann würden Sie das auch nochmal machen.
Ja, das ist aber ein kleiner Rechnungsbeispiel. Ich gebe Ihnen Ja, ja einmal große ich bin ja im Rechnungsbeispiele. Prinzip nicht so gut in Mathematik, weil ich bin ja Sprachwissenschaftler gewesen. Ja, das ist schön. Ich bin aber auch nicht gut in Mathe gewesen. Bin ich Ja, immer noch nicht. das ist ja im Prinzip auch nicht jedermanns Sache. Wissen Sie, Das stimmt. ich hab das immer geschafft, in Laden einzukaufen und sagen wir beispielsweise mal die Stromrechnung zu bezahlen. Aber wenn die mir dann kommen mit irgendwelchen Gleichungen, das ist ja im Prinzip in der Schule damals, da ist das ja alles noch anders gewesen. Da ist da im Ja, das Prinzip, da ist stimmt. das ja zu Handgreiflichkeiten gekommen. Das ist ja damals sehr schwer gewesen. Die Tafelschwämme sind da ja, sag ich mal, noch mit Metallummantelung gewesen. Okay. Ja, das ist ja ein bleibendes Trauma hinterlassen. Okay, also dazu kann ich mich leider nicht äußern. Ja, Das kenne ich leider Sie nicht. sind ja auch nicht dabei gewesen. Ich glaube, Sie sind da ja noch gar nicht auf der Welt gewesen. Sie hören sich sehr jung an, wenn ich das so sagen darf. Dankeschön, ja, denke ich auch. Also so jung bin ich wieder auch nicht, aber ja, es geht. Mittelalter. Sie sind aus dem Mittelalter, ja, dann sind Sie ja doch ein bisschen älter als ich, weil ich komme ja so im Prinzip aus der Kaiserzeit. Also wir zwei werden heute lustig. Ja, das muss ja auch mal, das Leben ist ja schwierig genug im Prinzip. Ja, haben Sie recht, Herr Mader. Wie lange müssen Sie Gut. denn noch arbeiten? Das ist ja schon nachtschlafende Zeit jetzt, wo Sie anrufen. Also ich muss noch Viertelstunde. Jetzt bringen Sie mich durcheinander, Herr Mader, wirklich. Nein, Ah, Dreiviertelstunde muss ich noch arbeiten. Bis 19 Uhr geht mein Schicht. das ist ja Danach. skandalös, dass Sie so lange arbeiten müssen. Das ist ja fast so schlimm wie bei den armen Frauen, die an der Kasse sitzen, fast bis Mitternacht Fast. inzwischen. Aber ich finde das nicht so schlimm. Also Ja, ich mag meine Arbeit. das ist ja, dann ist das ja in Ordnung, ne? Ja. Dann ist das ja Okay. alles in Ordnung, wenn Sie das da in Ordnung finden, ne? Ich finde das in Ordnung. Ist alles okay. Ja, das ist Herr eine schöne Mader. Arbeit, kann man da viele Leute glücklich machen. Ja. Herr Mader, Ja. kommen wir zu unserer Zahnzusatzversicherung. Zu Also die Ma Ihrer oder zu meiner? Nee, kommen wir Ja, was zu haben Ihrer. Sie Einverstanden? denn für eine? Da kann man ja Ein auf Erfahrung. Zahnzusatzversicherung. Ja, da kann man ja auf Erfahrungen aufbauen, weil Sie sind ja, sag ich mal, Sie haben ja da die Fachliteratur vorliegen. Also ich bin auch über die Münchner Vereinversicherungsgruppe versichert. Ja. Es Da, wo gibt, ich ja, arbeite. kriegen Sie da im Prinzip ja bestimmt bessere Konditionen. Ja, wir bekommen ein bisschen, ja, was heißt, die Konditionen sind gleich, aber wir bekommen ein bisschen Rabatt, Ja, da wir jetzt genau für das die wollte ich damit ja Versicherung ausdrücken. arbeiten. Ja. Ja. Also, Herr Mader, es ist so, 12,50 € ist der monatliche Beitrag. Darf Da ich? bekommen Sie den gleichen Satz, was Ihnen die gesetzliche Krankenversicherung bezahlt. Darf ich Sie noch um Was einen Ge einzige, Darf ich Sie bitte. noch um einen kleinen Gefallen bitten? Ja, bitte. Weil das ist ja im Prinzip ist Mader, so hieß meine Frau, und ich habe mich ja im Prinzip scheiden lassen. Können Sie da mein richtigen Namen eintragen? Wie heißen Sie denn? Maulwurf. Maulwurf. Ja. Okay, aber Sie haben die Online-Nachfrage mit Marder Egon ausgefüllt. Ja, das ist ja nach wie vor in den Stasi-Archiven so vermerkt im Prinzip. Ach so, Ja. okay. Ja, gut, dann entschuldige ich mich, Herr Maulwurf. Dann komme ich zu unserer Zahnzusatzversicherung. Zu Also meiner. 12,50 € ja zu Ihrer, genau. Ja. Das Einzige, was nicht sein darf, also diese Brücke, was Sie jetzt im Moment machen lassen, greift die Ja. Versicherung natürlich nicht ein. Ist ja logisch, weil das ist ja schon eine Behandlung, die abgeschlossen ist. Ja, und Aber kann ich für den diese Auftrag, Brücke, kann ich vielleicht noch mal den Auftrag stornieren, dass wir das noch mal nein. von vorne machen?
Nein, können wir nicht. Das ist ja Das Einzige, skandalös. was, Herr Maulwurf, das Einzige, was ich machen kann, oder beziehungsweise was die Versicherung dann versichert wäre, Ja. wenn diese Brücke irgendwie kaputt gehen sollte, Ja. oder Reparatur oder Neuanfertigung, die wäre mitversichert. Oder Ja. die anderen Zähne, die Sie jetzt im Munde haben, sind natürlich mitversichert. Welche Das anderen Einzige, was, Zähne? haben Sie keine anderen Zähne mehr im Munde? Ja, das sind ja im Prinzip sind es Zähne, aber das ist ja alles ersetzt worden. Ja, aber die sind trotzdem mitversichert, Herr Maulwurf. Das heißt, auch wenn Sie Brücken oder Kronen haben, das ist ja Ja. eine abgeschlossene Behandlung. Für Ja. Reparaturen oder für Neuanfertigungen oder sind Sie mitversichert. Ist kein Thema. Wenn Sie wünschen, kann ich das machen. Das Einzige, was nicht sein darf, Ja. fehlende und noch nicht dauerhaft ersetzte Zähne besteht kein Leistungsanspruch. Das heißt, wenn da jetzt eine vollkommene Loch ist, die nicht gefüllt ist mit einem Zahnersatz oder kein eigener Zahn vorhanden ist, ist nicht im Versicherungsschutz. Und was ist mit so einem Implantat? Kann man sowas kriegen? Weil das wünsche ich mir ja schon, seit ich 60 bin. Also Sie Hallo? möchten Implantat eventuell abgesichert haben. Ja, dass man das ersetzen kann, weil dann würde ich ja das alte Gebiss aus Versehen kaputt machen. Nee, das würde ich nicht anraten. Gut, aber dann ist der 12,50 € nicht der richtige Tarif für Sie, Herr Maulwurf. Wird das dann günstiger? Nein, es wird teuer. Oh nein, Sie können doch nicht sowas Weil, mit mir machen. doch, das kann ich. Das Das ist kann ja ich. skandalös. Ja, Was würde bin ich das auch der denn gleichen kosten? Meinung. 25 €, aber da wären jetzt sind die Implantate mitversichert. Weil der Tarif, den ich jetzt Ihnen vorher versucht habe zu erklären, Ja. richtet sich komplett nach der gesetzlichen Krankenversicherung. Na, Das Problem ist, ja. mit 12,50 € kann oder beziehungsweise die gesetzliche Krankenversicherung sagt dann, da gibt es keine medizinische Notwendigkeit, wir übernehmen gar nichts. Dann sagt die Münchner Verein, wir übernehmen auch gar nichts und das wollen wir ja nicht. Oder? Ja, Dann zahlt sie ja umsonst. das heißt, ja, das sind ja im Prinzip ist das ja, muss ich das ja wirklich kaputt machen. Sonst kriege ich das ja nicht, wenn ich das jetzt richtig verstanden habe. Hallo? Okay, ich höre zu, Herr Ich Maulwurf. muss noch mal fragen, wer ist denn die Kollegin im Hintergrund, die mich da immer auslacht? Das bin ich. Haben Sie mehrere Persönlichkeiten? Ja, ein Ja. Exorzist steckt in mir drin. Ein Exorzist, warten Sie mal. Ich hab dann Bekannten, denen Sie helfen könnten. Nein, hören Sie mir auf, ich krieg davon Angst. Also jetzt im Guten Ernst, Herr Tag. Maulwurf, jetzt wollen wir das. Mit Nein. wem habe ich das Vergnügen? Mein Name ist Sieghard. Guten Tag, junge Frau. Herr Maulwurf? Mein Name ist Sieghard. Herr Maulwurf sagte, Sieghard. Sie können mir vielleicht weiterhelfen. Sind Sie jetzt der Betreuer? Jetzt komme ich langsam durcheinander. Gewissermaßen könnte man das so ausdrücken. Ich habe gerade am Rande mitbekommen, dass Sie ausgebildete Exorzistin sind. Junge Frau. Nein, das sind wir nicht. Also wir arbeiten für die Versicherung, Zahnzusatzversicherung. Ich rufe Sie an, weil Sie sich für eine Zahnzusatzversicherung interessiert haben. Also bei diesem Exorzismus geht es im Prinzip darum, vielleicht können Sie es aus meiner Stimme heraushören, ich bin vom bösen Geist Adolf Hitlers besessen und ich muss von ihm befreit werden, bevor der Endsieg da ist. Können Sie mir da weiterhelfen oder mich an Ihren Ja, da kann. Sturmanführer weitergeben? Ja, kann ich. Ja, Wollen Sie? wie können Sie mir denn weiterhelfen? Soll ich Sie weiter verbinden? An wen denn? An meine Arbeitskollegin. Ich bitte darum. Ja, gut.
Moment, einen kleinen Moment, einen kleinen Moment. Ja, ich habe noch Zeit bis 19.45 Uhr. 19.45 Uhr, bis dahin haben wir ja noch Zeit. Sehr gut. Ich weiß ja nicht, wie lange so eine Prozedur vonstatten geht. Das wäre das erste Mal für mich. Okay. Matzen, hallo? Sikar, guten Abend. Hallo? Guten Abend. Meine Kollegin hat Sie weitergegeben. Es geht um was bitte? Ja, die Kollegin hat im Prinzip ja mit meinem guten Freund Herrn Maulwurf gesprochen und wir sind dabei auf das Thema Exorzismus gekommen, weswegen ich ans Telefon gebeten wurde, weil ich da ausdrücklich Probleme habe. Sie wissen jetzt schon, also ich weiß nicht, um was es jetzt wirklich geht, Sie wissen schon, dass Sie bei der Mündersicherungsgruppe sind? Nein, ich bin ja im Prinzip ans Telefon geholt worden, als das Thema leicht eskalierte, um weiter zu vermitteln. Also, ich bin nicht im Bilde, um was es jetzt genau geht. Herr Maulwurf war sehr aufgelöst. Es geht, ich weiß jetzt nicht, wer der Herr Maulwurf ist, aber es geht auf jeden Fall um die Zahnzusatzversicherung. Für Herrn Maulwurf. Ich habe im Bildschirm, Moment bitte, sind Sie nicht der Herr Egon Mader? Ja, Herr Mader bzw. Herr Maulwurf hat die junge Dame korrigiert. Mader war der Name seiner Frau, die kürzlich verstorben ist, und er möchte mit seinem alten Namen angesprochen werden. Okay. Das ist eine Sache des Egos. Gut, aber Sie, dennoch, wieso haben wir dann hier bei uns in der Kartei Egon Mader? Weil Mader Herr Maulwurfs bisheriger Name war, bevor seine Frau verstorben ist. Und jetzt geht es ja um die Frage. Das ist erst kürzlich. Es geht ja es jetzt ist aber um jetzt die erst Frage kürzlich bei uns eingegangen. Termin. Wir müssen jetzt ja den Termin festlegen für den Exorzismus. Also ich muss jetzt hier an der Stelle ganz klar hier unterbrechen. Irgendwas passt nicht. Es geht hier um die Zahnzusatzabsicherung. Und nee, da passt das nicht. Ich habe das Gefühl, dass wir nicht zueinander finden. Können Sie mir bitte die andere Kollegin wiedergeben? Ich weiß nicht, wieso sie das Gespräch unterbrochen hat. Weil die Kollegin da anscheinend da nicht weiterkommt und deswegen sind sie jetzt zu mir verbunden worden. Und ich muss jetzt auch an der Stelle sagen, da brechen wir jetzt ab. Wären Sie bitte so freundlich, mich zurückzuverbinden. Herr Maulwurf hat sich Kollegin, hier schon diverse Notizen gemacht und ich möchte nicht, dass dieses Gespräch jetzt wegen eines Missverständnisses darunter leidet. Die Kollegin telefoniert jetzt auch mit einem anderen Kunden gerade. Darf ich? Also es geht ich werde jetzt nicht. Ich möchte mich hier nicht weiter einmischen. Ich werde Ihnen Herrn Maulwurf geben. Maulwurf, können Sie bitte wieder ans Telefon. Hallo, Maulwurf. Ja? Ja, bitte. Mit wem spreche ich jetzt? Hier ist Egon Maulwurf. Mhm. Also, Herr Maulwurf, Sie sind jetzt der Herr Egon Mader. Das ist ja der aber Prinzip ehemals der Name, Mader. Der Name von meinen Frau gewesen, im Prinzip. Habe ich verstanden. Ja. Habe ich verstanden. Und ich okay. Hatte ja nur darum, ich hatte ja nur freundlich drum gebeten, dass ich doch mit meinem alten Namen angesprochen werde. Ich wollte ja im Prinzip nicht für Probleme bei Ihnen sorgen. Das tut mir schrecklich leid. Herr Mader, wir machen jetzt Folgendes. Ja. Sie haben ja schon mit der Kollegin gesprochen. Ja. Es geht ja um die Zahnzusatzabsicherung. Sie haben ja schon anscheinend angeraten oder irgendwelche Behandlungen, habe ich hier jetzt gelesen, hat die Kollegin notiert. Ja. Da können wir Ihnen ja auch gar nicht weiterhelfen. Also für die Fälle kriegen Sie ja keine Leistungen. Ja, die hat ja im Prinzip, weil ich wünscht mir schon länger mal so Implantate. Und da hat die gesagt, für 25 Euro kann man das kriegen. Und dann ist ja die Konfusion wegen meinem Namen aufgekommen. Also Sie möchten die Zahnzusatzabsicherung mit 25 Euro. Habe ich das richtig verstanden? Ja, wir hatten das gerade erst angefangen, das Thema. Und dann hatte ich ja darum gebeten, dass man mich bitte mit meinem richtigen Namen anspricht. Und dann bin ich ja zu Ihnen verbunden worden. Beziehungsweise meinem Pfleger.
Also, dann machen wir jetzt Folgendes. Ja. Dieses Angebot mit 25 Euro, Ja. das schicke ich Ihnen zu. Sie lesen sich's bitte durch Ja. und in circa einer Woche werden Sie nochmal angerufen. Das Prinzip, ich kann ja im Prinzip nicht mehr lesen. Ich habe das Augenlicht schon lange verloren. Aber Ihr Pfleger wird das wahrscheinlich für Sie dann lesen können. Ja, warte, dann gebe ich Ihnen. Können Sie bitte noch Nee, lesen? brauchen Sie nicht. Brauchen Sie nicht. Ich mache das jetzt fertig. Sikard, bitte. Ich werde jetzt das Angebot für den Herrn Maulwurf rausschicken und dann können Sie sich das beide zusammen dann ansehen und dann wird er nochmal angerufen und wenn es passt, dann kann er es ja machen. Ich fürchte, das mit dem Sehen wird schwierig. Herr Maulwurf ist vor geraumer Zeit erblindet. Nein, ich meine, Sie lesen ihm das dann vor. Das wäre theoretisch möglich. Haben Sie sich darauf Genau. geeinigt? Wann wird dieses Ja. Schreiben denn hier eintreffen? Jetzt muss ich mal schnell schauen. Sie haben. Kleinen Moment bitte. Okay. Das kriegen Sie von uns per E-Mail zugeschickt. Das Ich habe heißt, hier eine das E-Mail-Adresse. wird heute noch eintreffen. Ja. Weil wir sind jetzt gerade bei der Schichtübergabe. Dann werde ich Ihnen jetzt den anderen Pfleger geben. Da kann ich endlich nach Hause. Komm, mach das mal weiter. Ich muss jetzt zu meiner Frau. Hallo? Dasselbe Person. Ja. Hallo? Ja. Ja, Solinder, wie kann ich Sie helfen? Ich schicke was zu, Sie lesen es und damit wären wir, glaube ich, dann fertig mit dem Gespräch. Okay? Was möchten Sie schicken, bitte? Nein, Sie kriegen das per E-Mail und Sie Hallo? lesen das und damit haben wir das Thema besprochen. Soll ich Dankeschön. Sie mein E-Mail geben? Habe ich schon. Ja, Dankeschön. das ist Wiederhören. rakesh.solinder.gottfarm Okay. at gmail.com. Alles klar. Und Dankeschön. was ist Ihr Firma? Gewonnen. Was ist los, Schatzi?